Hier in Franken, genauer gesagt in Bamberg, gibt es jede Menge Biere, aber es gibt eben auch ein neues. Und das gibt es gar nicht in Franken zu kaufen. Denn die Gründer haben sich Indien als Zielmarkt ausgesucht. Hier Bilder aus Bangalore. Über 1,2 Milliarden Inder stehen theoretisch als St. Erhard-Trinker bereit, wenn es nach den Visionen der Macher geht. Ein Riesenmarkt. Und was sagen die potenziellen Kunden dazu? Wir haben den Test gemacht. Und es scheint zu schmecken. In ein paar ausgewählten Orten in Bamberg kriegt man es doch zu kaufen, dieses Bier für Indien. Und Frau Luginger, unsere Biersommelier, verkostet es jetzt. Bin ja mal gespannt, was Sie dazu sagen und wie das überhaupt geht. Ich war noch nie bei einer Bierverkostung. Ja, sehr gerne. Also zuerst einmal wird natürlich das Bier mal nicht gleich getrunken, sondern angeguckt. Hat man bei diesen Flaschen, könnte man das natürlich auch schon vorher sehen. Also ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Bernsteinfarben, ein leuchtendes Bernsteinfarben mit einem schönen weißen Schaum, ne? Sehr feinporig der Schaum. Und nachdem man das angeguckt hat, riecht man erstmal hinein. Das machen wir jetzt auch mal gleich. Was riechen Sie denn? Ja, Bier. Wahrscheinlich Hopfen. Ja. Was riechen Sie denn? Also die malzigen Noten, die sind hier schon im Vordergrund. Na, man riecht, es ist ein sehr würziges Bier, ist auch sehr, sehr starker Geruch hier. Bisschen sogar nach Honig. Na, und jetzt schauen wir, ob sich das im Antrunk weiterführt. Antrunk. Das Wort ist lustig. Ja, da merkt man auch. Okay, die merken Sie es, am Anfang ist es richtig schön. Das schmeckt ein bisschen Schal. Oh. Das ist wahrscheinlich ganz schlimm, wenn man das sagt. Nein, wenn das Ihr Eindruck ist, ich sehe das nicht so. Na, es ist, die Kohlensäure ist ein bisschen wenig ausgeprägt, aber ich schmecke die Malznoten, die sich am Anfang auf jeden Fall, die gehen weiter. Na, und dann in der Mitte kommt aber der Hopfen mit dazu und am Schluss ist schon die Bittere da. Na, dieses Gefühl auf der Zunge, das merken Sie sicherlich auch. Also ich denke, dass dieses Bier, das ist schon eine gute Idee, ist bei dem bestehenden Biermarkt dieses Bier auch im Ausland, in Indien etablieren zu wollen. Wie sieht es denn um den heimischen Markt aus? Da sterben da kleine Brauereien. Der Absatz ist ja rückläufig bei Bier. Also in Bamberg ist es schon so, da ist der Konsument vor Ort. Na, das Bier wird für den Konsumenten gebraut. Jetzt mal abgesehen von St. Erhard, die das natürlich im Ausland etablieren wollen. Aber hier ist so eine wahnsinnige Geschichte beim Bier. Hier gibt es Neugründungen. Also letztes Jahr ist eine tolle Brauerei namens Mainseidler gegründet worden. Na? Und das sind schon Punkte, wo man sagt, also hier in Bamberg, da bin ich fest davon überzeugt, dass das Bier seinen Markt bestehen bleibt. Ne? Muss man sich keine Sorgen machen. Vielen Dank, Frau Lupinger. Sehr gerne, ja.